Guten Morgen miteinander. Ich freue mich sehr, dass ich hier Ihnen heute die Gebana ein bisschen vorstellen darf. Um zu erklären, was wir machen, muss man verstehen ein bisschen, wie wir die Welt sehen, wie wir den fairen Handel, die Entwicklung sehen. Was ist eigentlich überhaupt das Problem? Wieso braucht es fairen Handel? Kurz zusammengefasst, hat 1% der Weltbevölkerung 99%, gleich viel wie 99% am Vermögen der Welt. Also eine ganz extreme, ungleiche Verteilung. Jetzt gibt es ja mögliche Lösungen, Umverteilungen und so weiter. Und die wirtschaftliche mögliche Lösung heißt eben Handel. Die dritte Grafik ist eine berühmte, die Elefantengrafik. Muss ich vielleicht ein bisschen noch erklären. Hier sehen Sie die Perzentile der weltweiten Einkommensverteilung, also hier so die tiefsten 5% des Einkommens und die höchsten 5% des Einkommens. Und hier sehen Sie die Entwicklung der Einkommen, ist ein bisschen älter schon, aber über diese 20 Jahre, wie stark haben sich die Einkommen entwickelt. Und dann sieht man hier, dass irgendwo viele Schwellenländer sich stark entwickeln konnte, natürlich auf einem tiefen Niveau, und dass auch die ganz Reichen sehr zugelegt haben. Und jetzt normalerweise redet man über diesen Bereich hier, wenn es um Welterklärung geht, warum wird Trump gewählt und so weiter, hat damit zu tun, unter anderem vielleicht, dass eben diese Mittelklasse der Industrieländer der westlichen Welt, also wir USA, die liegen hier, also die verdienen relativ gut, aber sind nicht ganz top, und die haben relativ wenig profitiert über die letzten Dekaden an der Globalisierung. Mir geht es jetzt aber nicht darum, sondern mir geht es hier drum. Und hier bewegen sich eben, man denkt so, ja, das sind 5%, aber es ist die falsche Folgerung, hier bewegen sich 1 bis 2 Milliarden Menschen. Also ein ganz großer Teil bewegt sich eben hier und dann auch hier weiter. Also um das geht es. Diese Leute, die sind nicht nur extrem arm, sondern sie haben auch nicht profitiert vom Handel, von der Globalisierung. Und das ist ja schon eigentlich etwas, das uns bewegen muss als Weltbürger. Und das ist auch der Grund, denke ich, warum man versucht, jetzt mit einem fairen Handel irgendwie etwas zu machen. Das ist die Geschichte und das sind die Missverständnisse. Es gibt natürlich viele, aber ich habe mal ein paar herausgenommen, so wie wir das sehen. Das eine ist, der faire Handel ist so ein King Kong, der soll eigentlich alles können. Rahmenbedingungen, bessere Produkte, Entwicklung und so weiter. Und das ist eine falsche Sichtweise. Der faire Handel kann die Politik nicht ersetzen. Die Wirkung des fairen Handels ist kaum messbar. Und das ist logisch. Ich meine hier nicht technisch messbar im Sinne von, was ist die Baseline und kann man das eingrenzen, wird das genügend langfristig betrachtet, sondern das ist ein im System angelegtes Problem, ich werde es Ihnen erklären. Und das dritte ist, der faire Handel ist kein Wohlfühlprogramm. Zum ersten Missverständnis, die Politik, wenn man sich jetzt mal überlegt, was wäre eigentlich, wenn alles fair wäre, dann würden Experten im Norden darüber entscheiden, was zu welchen Preisen von wo gehandelt würde. Das zweite ist, es ist das Wertesystem der Kunden, das sich durchsetzt. Man sieht das heute im Marketing. Da wird einfach das versprochen, was der Kunde hören will. Das ist halt nicht unbedingt das, was auch der Bauer will. Auf der anderen Seite wird das natürlich auch über das System so bleiben, dass 90% der Aufpreise hier bleiben. Das ist nicht unbedingt böser Wille, das ist einfach, weil das System über das Aufrechnen der Margen so funktioniert, dass am Ende der größte Teil eben hier ist. Und darum ist gute Politik besser als faire Produkte, nämlich zunächst einmal die Handelsverträge und das zweite auch die Rahmenbedingungen. Das einfach, um die ganze Arbeit ein bisschen zu relativieren, würde es manchmal mehr Sinn machen, man würde ein bisschen weniger protektionistisch, ein bisschen fairer in den internationalen Handelsbedingungen jetzt als Deutschland, als Schweiz agieren, dann bräuchte es nicht so viel fairen Handel. Das zweite Missverständnis betrifft die Wirkung. Es gibt eine Wirkung,
aber sie ist weit weg von dem, was eigentlich ein Kunde, eine Kundin sich verspricht, wenn man ein Produkt kauft. Also, und ich versuche das hier zu erklären. Wie beginnt das? Wir haben zumal eine Business-as-usual-Situation, macht einfach Handel. Dann gibt es Kritik, irgendwas ist nicht gut, Kinder arbeiten, so gibt es eine Verunsicherung, was soll man machen, was ich vorher geschichtlich beschrieben habe. Das führt über kurz oder lang zu einer Standardisierung von FAIR. Also wie muss es sein, dann wird das festgeschrieben, dann wird es für alle Parteien auch machbar. Es ist ja schwierig für einen Einkäufer eines Großverteilers selber zu bestimmen, was FAIR ist. Das öffnet den ganzen Handel für die konventionellen Player. Und das ist das, was das System so effizient und so gut macht, diese Wachstumsraten beschreitet. Aber jetzt passiert etwas ganz Entscheidendes. Diese Player, die haben die Aufgabe, effizient zu sein. Die machen, unser ganzes Marktsystem ist ja so super effizient, das ist getrimmt darauf. Und das passiert natürlich hier auch. Und wie passiert das jetzt? Es passiert so, dass nie mehr als der Minimumstandard je machbar ist. Einfach weil jeder Einkäufer, der mehr machen will, oder jede Nachhaltigkeitsabteilung, die wird verlieren. Das heißt, sie muss eigentlich das nach unten nivellieren. Anders gesagt, wenn jetzt eine Fairtrade-Produktionsfirma in Südafrika sitzt oder in Burkina Faso, dann wird die in Südafrika gewinnen, weil sie professionellere Infrastruktur hat. Wenn jetzt Kleinbauern oder Plantagen gegeneinander konkurrieren, dann wird die Plantage gewinnen, weil es einfacher ist, eine standardisierte Qualität zu produzieren. Und das ist nicht böser Willen, sondern das ist wirklich im System mit Standards im Kern angelegt. Natürlich führt das dann zu neuen Konzepten. Und da sind wir heute. Und dann gibt es wieder Chaos, Kritik und dann beginnt das Ganze von neu. Aus der Wirkungsperspektive gibt es hier einerseits den Unterschied zum konventionellen, also die neuen Konzepte versuchen ja immer, irgendetwas besser zu machen. Dann wird es standardisiert und mengentauglich gemacht. Und das gibt eben zusammen, also der Unterschied zum konventionellen mal die umgesetzte Menge gibt eigentlich die Wirkung. Also wenn man das jetzt anschaut, dann sieht man ja, es gibt nicht unbedingt einen Widerspruch zwischen dem Label-Ansatz und den individuellen innovativen Konzepten. Und also jeder kann auch etwas beitragen. So. Und es ist hier auch noch gar nichts gesagt über die Wirkung, die aus meiner Sicht der faire Handel vor allem hat. Das ist ein bisschen wie die Frage, hat eigentlich Greenpeace je einen Wal gerettet? Das weiß man nicht so genau. Also die Helden, meine Helden aus den 90er Jahren, die hatten ja nur ein Schiff, bevor es versenkt wurde. Und trotzdem haben die ja irgendwie über die Öffentlichkeit es geschafft, dass keine Wale mehr gejagt werden. Und ich denke, beim fairen Handel ist es ein bisschen gleich. Und das jetzt nicht hier. Hier reden wir von der Wirkung des Umsatzes, Labelprodukte und anderer Konzepte. Das dritte Missverständnis, Fairtrade als Wohlfühlprogramm. Da gibt es eigentlich so zwei Wege, der traditionelle hier. Was ist der Auslöser? Man irgendwo sieht etwas, man hört etwas und man ist empört. Armut, Ungerechtigkeit, man muss irgendwas machen, man will helfen. Und dann aus vielleicht persönlicher Erfahrung oder Kritik, dass man sieht, ja, mit der Entwicklung einfach spenden, ist auch nicht so gut, es wäre besser, im Handelssystem etwas zu tun. Und der erste Slogan war Trade, not Aid. Und ich finde das einen super Slogan weiterhin. Und was führt das? Es führt dazu, dass die Kunden aktiviert werden oder die Aktivierten zu Kunden werden. Also dass man irgendwie sagt, wir machen doch jetzt einen besseren Handel und wir tun etwas. Und auf der anderen Seite der kommerzielle Ansatz beginnt eigentlich mit dem schlechten Gewissen. Und das Bedürfnis ist, irgendwie Garantie zu haben, dass jetzt das Produkt wirklich gut ist. Also ich finde ja immer noch den Brand Not guilty, eine zynische Zusammenfassung wirklich von genau diesem Bild. Oder es geht eigentlich um das eigene Gewissen. Und die Handlung ist natürlich dann im Kauf erfüllt. Und das ist ein bisschen ein Sündenfall und ich zeige Ihnen den jetzt auf uns bezogen. Wir sind ja Teil vom Problem auch. Das ist eine Grafik aus den 70er Jahren. Die wurde von einem berühmten Grafiker in der Schweiz, der Gebanner, geschenkt. Und es drückt sehr gut aus eigentlich um diese Empörung und dass irgendetwas nicht stimmt aus der Sicht der Produzenten.
Irgendwann, vor ungefähr 6, 7 Jahren, haben wir dann in einem Redesign eine neue Figur kreiert auch. Das ist auch sympathisch irgendwie. Und dazwischen liegt jetzt ein ganz großes Spannungsfeld, wenn man sich das mal überlegt. Und Design ist ja auch immer ein Ausdruck von einer Bewegung, von einer Entwicklung. Hier haben wir den fairen Handel für Entwicklung. Da ist nicht so ganz sicher, ob man jetzt Produkte kaufen soll oder protestieren oder was. Und sicher ist das nie erreichbar. Eine gerechte Welt gibt es nie. Produkte sind nur ein Mittel zum Zweck. Es ist klar, dass es keine fairen Produkte gibt. Menschen und Prozesse stehen im Zentrum. Und wer das tut, ist eine ganz wichtige Frage. Beim fairen Handel für den Kunden ist die Handlung einkaufen. Das Ziel ist erreichbar, wenn es im Warenkorb liegt. Produkte sind der Zweck, faire Produkte, es gibt faire Produkte, dank Labeln. Damit stehen auch die Kriterien, die Kontrolle und die Produkte im Zentrum. Und wer den Handel betreibt, spielt keine Rolle. Dass zum Beispiel Olam, ein Milliardenkonzern, sitzt in Singapur, aus ganz Westafrika alle Cashew-Rohnüsse aufkauft und nach Vietnam schifft, um sie dort billiger zu verarbeiten, damit die Kerne, weil die das fünffache Gewicht der Endkerne haben, eigentlich so gesprochen, viermal ungefähr, haben wir ausgerechnet, um den Erdball transportiert, all die Arbeitsplätze in Westafrika zerstört und dann trotzdem eine kleine, nette Bio-Fairtrade-Fabrik betreibt in Ghana, glaube ich. Das ist dann so ein Widerspruch, da spielt es dann eben keine Rolle. Hauptsache, die Fabrik in Ghana ist zertifiziert. Und das ist sie auch und ich bin sicher, die erfüllen auch die Kriterien. Was muss also der faire Handel? Er muss politisch werden, wieder neue Konzepte ausprobieren. Das ist heute einfacher und das passiert auch, weil es eben darum geht, so gesagt, mit dem Schiff um den Wal herumzufahren und etwas Neues zu zeigen. Zunächst einmal und in erster Linie, bevor es um die Menge geht. Dann denke ich, das betrifft jetzt die Kommunikation, man sollte mehr pfeffern, weniger zuckern. Es ist nicht alles so schön und auch wenn man sich wirklich Mühe gibt, ist es extrem schwierig, einen Unterschied zu machen und das sollte man sagen. Und insgesamt geht es eben auch um System. Let's change the rules ist so der Anfangspunkt für das, was wir uns überlegen oder schauen, wie wir etwas verbessern können jetzt, wir als Gebana. Das ist also der Anfang der Gebana. Über 40 Jahre her, es war eine Gruppe von engagierten Frauen, die sich Fragen gestellt haben und dann angefangen haben, den Großverteilern Probleme zu machen. Die haben vor den Einkaufstüren Bananen teurer weiterverkauft und so weiter. Und aus diesem aktivistischen Grüppchen ist dann eine richtige Bewegung entstanden in den 70er Jahren. Es gab auch andere neben der Gebana Pioniere und aus dieser Bewegung ist dann in den 90er Jahren die Gebana entstanden mit dem Ansatz eben, also Ende der 90er Jahren, zu versuchen, den Handel auch zu betreiben. Nicht einfach zu kritisieren, sondern es irgendwie selber zu machen und mit dem Biogedanken zu verbinden. Jetzt geht es um das Zentrale, also changing the rules, was wollen wir tun? Es geht dann um Impact, Preis und Marge, Teilen. Aber zunächst einmal gibt es ein paar Regeln, die wir ändern wollen. Und das die erste ist, der Kunde ist König. Und ich glaube, das ist irgendwie, geht nicht auf, weil der Kunde, der hat einfach zu wenig Ahnung. Und wir können nicht, solange der Kunde König ist, wird sich nichts wirklich verändern. Deshalb hier ein bisschen ein makabres Bild, um das auszudrücken. Und hier noch was meinen wir damit? Also ein paar Beispiele. Das eine Beispiel ist, wir verkaufen unter anderem Mandarinen. Die Mandarinen, die hat man in der Schweiz zum St. Nikolaustag. Und jetzt ist das Problem, dass sie ja nicht immer dann schon reif sind. Und wenn man jetzt mit einem speziellen Produzenten zusammenarbeitet, da kann man ja nicht einfach schnell jetzt noch von dem anderen, weil der ist schon reif und der andere bleibt dann halt sitzen auf seinen Clementinen und so weiter, sondern man muss dann dem Kunden sagen, es ist jetzt halt vielleicht vor und vielleicht nach dem St. Nikolaustag. Und der Kunde, wenn er der König wäre, würde das nicht akzeptieren. Das heißt, wir müssen ihn so nahe dran nehmen, dass wir ihm das sagen können, dass er eben nicht mehr König ist. Und das Zweite, auch in diesem Bild, ist, manchmal sind diese Früchte grün und wir denken, die müssen orange sein. Das denken wir nur, weil der große Handel für uns die immer orange macht. Also wenn man die kühlt, dann werden die orange, aber die sind nicht unbedingt
von der Natur her orange. Die sind manchmal grün. Und das kann der Kunde ja nicht wissen, wenn man nur die Orangen sieht. Es ist ja logisch, dass er die nimmt, weil man denkt, die sind unreif. Also man muss ihm diese Rolle wegnehmen und ihm sagen, wie es läuft und erklären, dass es eben grüne Orangen gibt, dass sie genau gleich gut sind bei den Ananas. Übrigens ist das auch so, gibt Sorten, die sind einfach knallgrün und trotzdem super süß. Die zweite Regel, die wir ein bisschen brechen wollen, ist diese hier. Wir haben ja eine Sicht auf die Wirtschaft. Dass wenn man jetzt Gewinn und Risiko in ein Verhältnis setzt, dann muss das proportional sein und sonst ist das businessmäßig ein Selbstmord. Blöderweise sind unsere Projekte alle irgendwo hier. Also das heißt mit viel Risiko und wenig Gewinnperspektiven. Und das haben wir jetzt wirklich auch schon oft erlebt, also wir können das sagen, das ist wirklich so. Und wir arbeiten hart daran, natürlich hier den Gewinn zu steigern, bessere Preise zum Beispiel, weniger Verlust, das Risiko zu senken, auch in dieser Richtung zu arbeiten, an der Qualität und so weiter. Jetzt kommt eigentlich so das Herzstück, die Frage, ja, diese Wirkung, wie sollen wir dann da irgendetwas machen, verbessern, wie soll das gehen? Das ist unser, wir haben es mal Impact-Modell getauft oder Gebana-Modell und das besteht aus drei Punkten. Das Wichtigste ist, es braucht eine Logik dahinter. Es gibt so viele Möglichkeiten, die Welt zu verbessern, da kann man ja wirklich gerade wieder aufhören. Und deshalb braucht es eine gewisse interne Welterklärung, zu sagen, das ist wichtig und das ist nicht wichtig. Und dann kann man sich auch fokussieren. Dann gibt es eine Gap-Analyse, dann die Frage, ja, wo stehen wir und was fehlt? Und dann gibt es Projekte. Und diese Projekte, auch ganz wichtig, sind ganz, ganz wenige. Eins oder zwei pro Jahr, weil wir wollen ja nicht einfach, also wir gehen davon weg oder wir wissen es aus Erfahrung, dass es unmöglich ist, das alles zu tun. Was aber, und wenn man vor dem Berg steht, macht man am Ende nichts. Wenn man aber sich einen Fokus setzt, dann kann man tatsächlich etwas verbessern. Und da sind ja dann meistens sehr viele Leute dran. Oder? Das sind ja hunderte Mitarbeiter, tausende. Und wenn man etwas macht, dann kommt plötzlich eine Dynamik in die Geschichte. Deshalb wichtig, ganz wenige Projekte. Und dann messen wir es. Wir wollen schauen, über, wie wir gesagt haben, nicht ein Jahr, nicht drei Jahre. Die Hoffnung wäre, über Generationen weg zu sehen. Das muss sich einfach verbessern. Man muss das auch sehen. Und da geht es nicht jetzt unbedingt zu sagen, wir sind besser als andere, sondern einfach mal zu schauen, ob wir uns in den Sachen auch verbessern, die wir uns vornehmen. Wie sieht diese Logik aus? Da kann ich jetzt Ihnen nicht alles erklären, aber das ist die Zusammenfassung. Wichtig ist da hier nur, dass es um eine Logik geht, die basiert auf den lokalen Gemeinschaften, also die Wirtschaft, die Bauern und die Umwelt. Und bei jedem haben wir eigentlich drei Hauptstränge. Und dann gibt es dann diese symbolisierten Früchtchen, sind eigentlich dann die Messungen. Ja, aber hier geht es bei der lokalen Wirtschaft geht es in erster Linie darauf, Firmen aufzubauen. Also wir glauben daran, dass die Entwicklung eben über wirtschaftliche Kooperation führt zu Arbeitsplätzen, Karriere, Know-how, zu Investitionen, zu lokalen Verkäufen, die wir sehr unterstützen. Also in Brasilien zum Beispiel ist mehr als die Hälfte des Verkaufs von Gebana Brasilien passiert in Brasilien selber. Und so entsteht eben langfristig Wirtschaft, die dann nicht nach drei Jahren, wenn das Entwicklungsprojekt fertig ist, halt wieder aufhört. Dann geht es auch um diese Entwicklungsprojekte, wo man eben Perspektiven mit reinbringen kann, dass man die einen erlauben, langfristiger zu denken. Und dann geht es um Kooperationen. Es ist ja ganz erstaunlich, wie schlecht viele dieser armen Länder sind im Kooperieren. Obwohl die ja, normalerweise ist man immer überwältigt von der Offenheit, der Freundlichkeit, aber die Kooperation zusammen innerhalb des Sektors funktioniert sehr schlecht. Und deshalb werden sie auch immer ausgespielt, dann gehen dann zum Beispiel alle Nüsse auf Asien, weil der Sektor in Westafrika nicht organisiert ist. Dann geht es um die Bauernfamilie, keine industrielle Landwirtschaft, führt zu Arbeitsplätzen, Perspektiven, langfristige Kooperation, führt zu Investitionen in die Verbesserung des Anbaus und der direkte Kontakt führt eben überhaupt, höheres Einkommen haben wir hier angeordnet, weil eben erst wenn der Kontakt wirklich direkt ist, man auch weiß, dass die Bezahlung funktioniert und so weiter. Und natürlich geht es dann hier auch, ist man erst recht noch nicht, oder? Aber um den Schutz der Schwächsten, das sind ja nämlich nicht mal die Bauern,
sondern das sind dann deren Kinder, die Lohnarbeiter und so weiter. Und erst wenn man einen direkten Kontakt hat, kann man überhaupt über solche Dinge reden, sonst bleibt das einfach, macht man ein Programm, man hängt es an die Wand und alle sagen, ja, ja. Gut, und das Dritte ist die Umwelt. Es geht um direkte Logistik und es geht um einen systematischen Ansatz, das sagt, wir müssen schauen, dass das besser wird. Und bezüglich der Umwelt hat man da ja die Wissenschaft. Das ist ja nicht, weil beim Sozialen ist es ein bisschen schwieriger, welche politische Haltung hat man, aber bei der Umwelt ist das vieles zu rechnen. Und wir machen das häufig nicht, nehmen irgendwas nach vorne, zum Beispiel Transport ist schlimm, das heißt, alles aus Deutschland und der Schweiz ist gut. Das ist natürlich Blödsinn aus der Sicht der Umwelt. Das kann sehr wohl ein Faktor sein, ist aber nur einer und meistens nicht mal ein sehr wichtiger. Gut, zum Margenmodell. 10% vom Endpreis gehen an die Bauernfamilien. Damit stellen wir die Berechnung auf den Kopf, und zwar zusätzlich zu den bisherigen Bio- und Fairtrade-Prämien. Wenn man um den Tisch sitzen würde, das war eine der Visionen unserer Gründerinnen, dann würde man ja, wie sollen wir den Preis machen? Würde man sagen, okay, was zahlt der Kunde? Oder der Kunde sagt, so viel kann ich zahlen, und dann teilt man das irgendwie auf. Aber unser System ist nicht so. Das rechnet von unten hoch, von unten hoch, von unten hoch. Muss man kennt sich ja nicht. Man sitzt eben nicht an einem Tisch. Also man holt immer so viel, wie es geht, zur nächsten Stufe. Und mit dieser Betrachtung wollen wir das umkehren. Wenn die Produkte höher verarbeitet sind, dann wird auch dieser Teil höher im Vergleich zum Rohwarenpreis. Dann spielt es ein bisschen weniger eine Rolle, wo verarbeitet wird, obwohl natürlich immer noch das Beste ist, wenn es im Süden verarbeitet wird. Und wir gehen vom Wert aus, den das Produkt für den Kunden hat, und nicht von irgendeinem Rohwarenmarkt als Referenz. Normalerweise geht das ja so, Rohnüsse stehen bei 300 CFA, französische, afrikanische Franc, und wir geben 330. Oder? Was dann am Ende verkauft wird, ist Wurst, ist dann unser Problem oder das Problem des Handels. Gut, was wir dann tun mit diesen zusätzlichen 10%, wir verteilen es für alle Bauern. Man könnte jetzt sagen, gut, wir haben nur diese Direktversandbauern, unsere Markenprodukte, und wir nehmen jetzt da ein paar hundert Bauern, wir geben es denen, dann ist es viel mehr. Sondern wir sagen, und das würde aber zu Spannungen führen, wir sagen, es muss eigentlich für die gesamte Gruppe dann sein, damit eben Entwicklung passieren kann. Und wir machen das nur, wenn die Zahlung direkt möglich ist. Und ein weiterer wichtiger Faktor ist das Teilen, kommt aus dem gleichen Bild heraus. Das sagt, wenn man gemeinsam etwas erwirtschaftet, dann teilen wir es. Das betrifft den Gewinn und das betrifft Information und Macht. Unser Gewinn wird aufgeteilt zu gleichen Teilen zwischen Kunden, Mitarbeitern und Investoren. Warum nicht die Bauern? Weil die Bauern sind nicht näher am System dran. Die haben eben einen Teil des Preises. Aber die Mitarbeiter, die Kunden und die Investoren. Und Information und Macht geht es in erster Linie mal um Transparenz, sich hinterfragen lassen, in die offene Diskussion gehen. Und das Zweite ist die Beteiligungsformen. Da haben wir viel ausprobiert und sind auch zum Teil kritisch gegenüber dem einfachsten Bild, dass man nämlich einfach alle beteiligen soll. Aber das funktioniert nicht immer, weil die Bauern zum Beispiel das gar nicht wollen, die Freiheit wollen und so weiter. Also da experimentieren wir, wie wir das machen am besten. Gut, und damit bin ich am Ende. Werde Aktivist oder melde dich bei uns. Wir suchen auch immer Leute, die uns unterstützen, die uns helfen, eigentlich einerseits mehr Kunden zu finden, aber je nachdem auch in diesem ganzen Investitionsbereich Interessierte zu finden. Ja. Danke.